Der Gesichtslose. Vor etwa 30 Jahren entdeckte ich durch ein Ereignis, dass ein Wesen mit mir verbunden war. Ich nannte ihn den Gesichtslosen, alle anderen bezeichneten ihn als meinen Freund. Er hat mich immer beschützt. Anderen gegenüber war er manchmal beschützend und manchmal feindselig, aber meistens war er einfach neutral. Ich konnte ihn immer spüren, wenn ich es versuchte. Einmal wurde er einer Mitbewohnerin gegenüber so feindselig, dass ich mich an eine örtliche Gruppe von paranormalen Ermittlern wandte. Am extremsten war, dass er sie durch das Haus in ihr Zimmer verfolgte und auf der anderen Seite ihrer Tür, nachdem sie sie zugeschlagen hatte, hörbar in meiner Stimme lachte. Er schubste eine andere Person an der Schulter, stieß eine andere Person in den Rücken und sorgte gelegentlich dafür, dass Dinge in einem geschlossenen Schrank aus den Regalen fielen. Ich traf mich mit einem Ehepaar, einer Frau, die Ouija-Bretter entwarf, und einer anderen Frau, an die ich mich nicht mehr genau erinnern kann. Ich erzählte ihnen die ganze Geschichte über den Gesichtslosen und wie er in mein Leben kam und was die aktuellen Ereignisse waren. Nach dem Treffen folgte mir der Ehemann zu meinem Fahrrad und teilte mir seine persönlichen Erkenntnisse mit. Sie sollten sich mit meiner Mitbewohnerin treffen, um ihre Sicht der Dinge zu erfahren, aber ich glaube, entweder sie oder meine Mitbewohnerin haben es nicht geschafft. Ich kann nicht genau sagen, wann das passiert ist, aber ich habe dieses Gefühl der Verbundenheit verloren. Ich kann ihn nicht mehr spüren. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich eine besondere persönliche Affinität zu etwas Spirituellem oder Paranormalem hatte und ehrlich gesagt komme ich mir albern vor, das überhaupt zu sagen. Ich bin immer ein Skeptiker gewesen. Allerdings schienen spirituelle und paranormale Dinge immer dann verstärkt zu werden, wenn ich in der Nähe war. Ouija-Bretter funktionierten besser, wenn ich im Raum war. Tarotkarten taten Dinge, die ich nicht verstand. Menschen mit dem Sehvermögen sahen Dinge deutlicher oder Dinge, die sie vorher nicht gesehen hatten. Alles Dinge, die mir seltsam vorkamen, die ich aber schließlich als gegeben hinnahm. Seitdem ich ihn nicht mehr fühle, ist es das genaue Gegenteil. Ich glaube, das Ereignis, das mir das wirklich klar gemacht hat, war, dass ich an einer beliebten und erfolgreichen Geisterführung teilgenommen habe. Es gab keinerlei Aktivität. Ich konnte sehen, dass der Guide völlig verwirrt war und er bot sogar allen Teilnehmern der Tour an, die Tour zu verschieben, und zwar umsonst. Er versuchte es noch an einem letzten Ort, der normalerweise nicht auf der Tour vorkommt, aber er war offensichtlich ziemlich verzweifelt. Als mein eigenes Experiment hielt ich Abstand und tatsächlich sagten alle, sie hätten an der Stelle, an der ich nicht anwesend war, unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich sprach danach mit dem Guide und fragte ihn, ob er etwas über meine Schlussfolgerung wüsste, aber er hatte noch nie von so etwas gehört. Ich habe noch ein paar andere, kleinere Experimente durchgeführt und sie haben nur ziemlich die gleichen Ereignisse gezeigt. Eine andere seltsame Sache, die ich bemerkt habe, ist, dass ich nicht in Geschäfte gehen kann, die Kristalle verkaufen. Zumindest nicht hier in Sedona. Meine Tochter ist eine Hexe und so ging mir in ein paar Läden dort oben und mir wurde fast sofort schwindelig und übel. Ich fragte die Ladenbesitzerin danach und sie schlug mir vor, etwas Rohes und Eisenhaltiges, wie Eisenerz in die Hand zu nehmen. Ich habe es ausprobiert und es hilft ein bisschen, aber ich fühle mich immer noch sehr unwohl. Um ehrlich zu sein, fühle ich mich ein bisschen dumm, das Thema überhaupt anzusprechen, aber ich vermisse meinen Freund und ich weiß nicht genug über das Paranormale, um etwas dagegen zu tun. Schatten. Ich war 11 Jahre alt und wollte ein Geisterjäger werden. Ich habe YouTube geschaut und wollte so sein wie die YouTuber. Ich besuchte die Isle of Wight im Vereinigten Königreich, die eine Spukinsel sein soll. Der fragliche Ort, das Apple Dorcombe House, ein riesiges Herrenhaus inmitten eines Feldes, das im Ersten oder Zweiten Weltkrieg bombardiert wurde. Es kann kostenlos besichtigt werden und ist im Grunde nur ein Rohbau, der es keine Decke hat. Es ist bekannt dafür, dass es dort spukt. Man sagt, im Keller spukt es am meisten, also bin ich nach der Erkundung selbst dorthin gegangen. Es ist schwer zu beschreiben. Als ich das Haus besuchte, war der Eingang mit Eisenstangen versperrt und ein Schild wies darauf hin, dass der Keller im Winter wegen Wartungsarbeiten geschlossen sei. Das eigentliche Innere des Kellers sah aus wie ein langer Korridor. Es war größtenteils stockdunkel, aber das Licht von der Tür und den Abfluss am Ende waren die einzigen Lichtquellen. Ich konnte eine ordentliche Strecke vor mir sehen, aber der größte Teil war stockdunkel. Ich war sehr eingebildet.
Ich stand da mit meiner billigen Telefonkamera und forderte die Geister auf, sich zu zeigen, und machte mich über sie lustig. Ich stand eine Weile da, weil ich etwas einfangen wollte und mir langweilig war. Im Keller, an der rechten Wand, wurden auf einmal eine Menge Schatten an die Wand projiziert. Es waren sehr viele und sie rannten und sprangen auf mich zu. Sie machten sehr übertriebene Bewegungen, als wären sie in einer Art Pantomime oder so. Die Bewegungen der Schattenfiguren waren unheimlich, es war nicht menschlich. Die Art und Weise, wie sie sich bewegten, war wie aus einem Zeichentrickfilm. So wie die Schatten positioniert waren, musste sich die Lichtquelle im Keller befinden, denn wie ich schon sagte, gab es nur zwei Lichtquellen. Es gab sonst keine Möglichkeit, dass die Schatten erschienen, denn der Winkel der Tür ließ es einfach nicht zu. Mein eigener Schatten wurde vor mir auf den Boden projiziert, die unheimlichen Schatten auf die rechte Wand. Ich erinnere mich, dass mein Übermut augenblicklich verschwand. Ich war so geschockt, dass ich die Kamera auf den Boden richtete, um es mit meinen eigenen Augen zu sehen. Meine Augen klebten am Boden fest und sah einfach nur zu, wie die Schatten tanzten und über die Wand des Kellers hüpften. Ich hatte noch nie in meinem Leben solche Angst. Nach etwa 20 Sekunden hörten die Schatten abrupt auf und die Welt fühlte sich einfach still und unwirklich an. Ich hatte das Gefühl, dass mich etwas in der Schwärze anstarrte. Es war keine Paranoia, es war zu 100% etwas, das mich in der Dunkelheit anstarrte. Ich konnte es spüren. Es war ein ekelhaftes Gefühl. Ich rannte die Treppe hinauf und kehrte nicht mehr zurück. Auf dem Rückweg ging ich mit meiner Familie spazieren und mied absichtlich den Keller, weil mir das ganze Haus jetzt unheimlich vorkam. Ich schaute über meine Schulter und war paranoid, weil ich dachte, die Schatten würden mich beobachten. Ich hatte noch Tage danach Albträume und habe die Geisterjagd aufgegeben und bin nie wieder hingegangen. Aber ich habe es mir noch einmal angeschaut. Jahre später, im Alter von 14 Jahren, stand ich an derselben Tür und wartete darauf, dass die Schatten wieder erscheinen. Ich stand 30 Minuten lang da und starrte einfach nur, aber nichts geschah. Anfang dieses Jahres, ich bin jetzt 17, kehrte ich ebenfalls dorthin zurück, weil jemand diesen Ort als Veranstaltungsort für eine Hochzeit ausgewählt hatte. Das ganze Haus war geöffnet und neonbeleuchtet, außer dem Keller. Ich ging alleine hinunter und erkundete ihn einfach. Ich war sehr beunruhigt, als ich herausfand, dass der Keller viel größer war, als ich dachte. Er war tief und ein Labyrinth aus langen, gewundenen Räumen. Es war stockdunkel und ich hatte nur meine Handytaschenlampe dabei. Ich irrte etwas nervös umher, denn es war das erste Mal, dass ich den Keller tatsächlich betrat. Zu meiner Überraschung passierte nichts. Seitdem habe ich zwar beängstigende Erfahrungen gemacht, aber nichts konnte dieses Gefühl des Schreckens, das ich empfand, wiederherstellen. Der Dachboden. Mein Name ist Lara, ich bin jetzt 18 Jahre alt und lebe in Portugal. Ich habe hier gelebt, bis ich 5 Jahre alt war, und dann haben meine Eltern beschlossen, in die Schweiz zu ziehen, weil sie dort ein wunderbares Land zum Leben fanden. Wir haben uns entschieden, 2019 nach Portugal zurückzukehren, weil wir die Familie sehr vermisst haben. Und da ich inzwischen eine kleine Schwester bekommen habe, war es wirklich wichtig, dass sie diesen Kontakt zu ihnen hat. Also kamen wir hier in Portugal an und mieteten direkt ein Haus, das der Tante meines Vaters gehört. Die Jahre vergehen, alles läuft gut. Ich kann mich langsam an die Kultur anpassen, wir adoptieren einen deutschen Schäfer, um das Haus besser zu beschützen, und ich kann sogar Kontakt zu meinen besten Freundinnen aus der Kindheit aufnehmen. Alles lief wunderbar. Im Jahr 2021 wurden die Dinge im Haus merkwürdig. Es gab ein paar Abende, an denen ich wirklich spät ins Bett ging, weil ich zu der Zeit sehr oft unter Schlaflosigkeit litt und ich hörte Geräusche vom Dachboden. Damals machte ich mir nicht so viele Gedanken darüber, weil wir draußen neben meinem Zimmer einen Baum hatten, also dachte ich, dass es die Äste waren, die auf die Dachziegel klopften, was den Eindruck erweckte, dass es vom Dachboden kam. Monate vergingen und immer öfter hörte ich Geräusche von oben aus meinem Schlafzimmer. Da beschloss ich, meinen Vater zu fragen, was auf dem Dachboden sei. Er erklärte mir, dass er 2018, als wir zurückkamen, Stühle auf dem Dachboden gelagert hatte. Da wir die Stühle nicht brauchten, ließ mein Vater sie dort stehen, bis wir wieder einmal umzogen. Inzwischen hörten die Geräusche auf, aber es passierten immer noch seltsame Dinge und ich fing an, mich im Haus nicht mehr wohlzufühlen. Mein Vater hatte diese Boxen gekauft, um damit fernzusehen, und auch viele Sender aus anderen Ländern.
Also habe ich manchmal, wenn ich allein im Haus war, nicht einmal den Fernseher eingeschaltet, weil es viel zu kompliziert war, die Box einzuschalten. Doch immer öfter, wenn ich nach Hause kam, war der Fernseher automatisch auf meinen Lieblingskanal geschaltet. Gut, wir hatten gedacht, dass es wahrscheinlich einer meiner Eltern war, der morgens vergessen hatte, den Fernseher auszuschalten. Das Problem war, dass es nicht nur einmal, sondern 9-mal passierte. Und jedes Mal, wenn wir nach Hause kamen, bellte der Hund sehr laut, als ob er uns etwas sagen wollte. Meine Eltern begannen sich ein wenig Sorgen zu machen, aber sie taten nichts. Die Jahre vergingen und diese seltsamen Dinge hörten nicht auf. Im August 2023 beschlossen wir, das Haus zu wechseln, aber nicht wegen der seltsamen Dinge. Der nächste Bewohner des Hauses war ein ziemlich netter Mann namens Balthasar und er war derjenige, der alles herausfand. Eigentlich wollte dieser Mann wirklich so viel wie möglich vom Dachboden belegen, weil er Maler war und das Haus ziemlich klein war. Also beschloss er, Putzmittel zu besorgen und den Dachboden zu reinigen. Als er anfing, sah er eine ziemlich große Kiste und dachte, dass wir das wohl vergessen hatten. Also beschloss er nachzuschauen, was es war. Als er die Kiste öffnete, saß dort ein Mann mit einer Flasche Pisse und viel Brot um ihn herum. Balthasar erschrak, aber der Mann sagte, er brauche ihn nicht fürchten. Da erzählte ihm der Mann seine Geschichte. Der Mann war der ehemalige Bewohner des Hauses namens Gabriel und hat heimlich einen Schlüssel aufbewahrt, weil er sagte, dass er seine Frau in diesem Haus durch einen Herzstillstand verloren hatte. Also kam er von Zeit zu Zeit in das Haus, aber auf den Dachboden, damit ihn niemand sehen konnte, um sich seiner Frau nahe zu fühlen. Balthasar rief trotzdem die Polizei. Gabriel muss für 8 Jahre ins Gefängnis. Also Leute, überprüft unbedingt eure Dachböden. Frank Salatri. Wenn Frank Salatris Name im Zusammenhang mit einem ungelösten Rätsel auftaucht, geht es meist nicht um seinen Tod. Seine einzige Filmrolle ist die des Drehbuchautors, Produzenten, Regisseurs und Hauptdarstellers des 1973 gedrehten Blaxploitation-Horrorfilms Blackenstein, der im Grunde genommen Frankenstein mit schwarzer Besetzung ist und darüber hinaus als einer der ersten amerikanischen Filme gilt, der den Vietnamkrieg als Handlungselement verwendet. Im Gefolge dieses Erfolgs plante er einen weiteren Blaxploitation-Horrorfilm, Black the Ripper. Ob er tatsächlich gedreht wurde, ist die wichtigste Frage, die sich heute stellt, wenn sein Name unter den Fans des Genres auftaucht. Eigentlich war es zu spät, um noch mehr Blaxploitation-Filme zu drehen. Doch das sieht unabhängige Filmemacher wie Salatri nicht davon ab und 1974 wies eine Meldung der Variety darauf hin, dass der Film geplant sei. Danach hörte man nichts mehr davon und nach Salatris Tod verschwand Black the Ripper als obskure Fußnote zur kurzen Karriere eines obskuren Filmemachers in der Geschichte. Im Jahr 2013 stieß jedoch jemand beim Durchsuchen eines Verzeichnisses auf einem BitTorrent-Server zufällig auf einen Eintrag für den Film. Die konnten den Ort, an dem sie den Film gesehen hatten, nicht mehr ausfindig machen. Ein anderer Nutzer desselben Forums behauptete jedoch, den Film tatsächlich gesehen zu haben und postete angeblich Screenshots aus dem Film. Das macht den Film zu einem weiteren Internetmysterium, aber lassen wir das mal so stehen, denn das ist nicht das, worüber ich schreiben wollte. Es gibt nicht viel in den Akten über Salatri. Was man finden kann, besagt, dass er 1928 in Illinois geboren wurde, während des Koreakonflikts der Marine beitrat, das Fliegen lernte und danach nach Südkalifornien ging, wo er offenbar alles tat, um Anwalt zu werden. Er scheint eher auf eigene Faust praktiziert zu haben, hat sich an der Kanzlei anzuschließen und spezialisierte sich auf die Vertretung von Klägern im Verbraucherrecht und von Strafverteidigern. Die meisten seiner Klienten waren laut Crimefeed Menschen, die in anderen zwielichtigen Branchen tätig waren, die Hollywoods Unterschicht ernähren, aber er scheint auch einige hochkarätige Klienten gehabt zu haben. Außerhalb seiner Arbeit hatte er Hobbys. Er flog gerne Flugzeuge und veröffentlichte im Selbstverlag ein Buch. Wie so viele Leute, die in LA Geld verdienten, versuchte er sich auch als Drehbuchautor, wobei er sich besonders für Genre-Mixer zu interessieren schien. Da er über Geld verfügte, konnte er mehr tun als nur Drehbücher schreiben. Mit seinem Geld kaufte sich Salatri auch ein schönes Haus in den Hollywood Hills. Geschichten, dass er einen angeblich verfluchten Spiegel besaß, sind ebenfalls zweifelhaft. Er war auch im Midtown American Legion Post aktiv und wurde Mitte 82 zu dessen Kommandant gewählt. Kurz darauf, am 12. Juli 82, wurde das LAPD zu Salatris Haus geschickt, um nach den Rechten zu sehen, nachdem seine Freunde bemerkt hatten, dass seit ein paar Tagen niemand mehr von ihm gehört oder ihn gesehen hatte.
Sie fanden ihn tot vor, mit einer einzigen Schusswunde in der Schläfe, die ihm aus nächster Nähe zugefügt worden war. Die Autopsie ergab, dass er bereits seit einigen Tagen tot war. Die Ermittler schlossen Raub oder Selbstmord als Motiv sehr schnell aus. Alles war noch an Ort und Stelle. In einem anderen Raum gab es Anzeichen für einen Kampf, mehrere umgestürzte und zerbrochene Möbelstücke im Wohnzimmer. Die Waffe wurde nicht gefunden. Das deutlichste Indiz, das gegen einen Selbstmord spricht, ist jedoch eines der wenigen Dinge, die einen in einem Fall, in dem dieser Faktor eindeutig fehlt, stutzig machen. Derjenige, der Saletri erschossen hat, scheint sich nach dem Mord die Mühe gemacht zu haben, mit einem Werkzeug, höchstwahrscheinlich einem Schraubenzieher, die Kugel aus der Wunde zu entfernen, wahrscheinlich um zu verhindern, dass die Kugel mit der verwendeten Waffe in Verbindung gebracht wird. Es war auch möglich, den Schluss zu ziehen, dass der oder die Mörder Saletri ziemlich gut kannten. Er hatte mehrere Hunde, von denen andere Freunde sagten, sie seien sehr beschützend. Die Hunde selbst blieben unversehrt. Ebenso besaß Saletri legal mehrere Waffen. Alle Waffen wurden dort gefunden, wo Saletri sie aufbewahrt hatte. Er hatte also wahrscheinlich keine Angst vor demjenigen, der ihn tötete. Das LAPD konnte keine Beweise dafür finden, dass Saletri außerhalb seines Geschäfts in illegale oder auch nur zwielichtige Aktivitäten verwickelt war. Keine Drogen, kein Glücksspiel. Einige Leute, die ihn kannten, sagten, er sei unglaublich großzügig gewesen und habe seinen Klienten auf Darlehen gewährt. Keiner von seinen Nachbarn hat etwas gehört oder gesehen. Eine weitere Sache, die aufhorchen lässt, wurde, soweit ich weiß, erst einige Jahre nach dem Fall gemeldet, bis Saletris Schwester, die genug Geld für eine Belohnung von $10.000 hatte, es der Times mitteilte. Offenbar hatte sich Saletri ein paar Wochen vor seinem Tod die Mühe gemacht, alle Schlösser in seinem Haus auswechseln zu lassen und eine große Lebensversicherung abgeschlossen. Saletri hatte offenbar Angst vor jemandem. Zu diesem Zeitpunkt hatte das LAPD bereits ein 3 cm dickes Indizienbuch. Doch wirkliche Beweise gibt es bis heute immer noch nicht. Es bleibt wohl ein ungelöster Fall.